So, da bin ich wieder. So, jetzt ist ja in der Zwischenzeit Nacht geworden, großartig. Jetzt mal im Bettchen mal ganz kurz hin, bevor irgendwas kommt. Was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ding mal wieder aus. So, jetzt nicht in die falsche Richtung laufen. Minus 200, genau. Ach, ich war, glaube ich, einfach gesagt, dass es so schön aussieht, ne? Mit diesen herbstlichen Farben. Ein Traum. Und man merkt auch, wie die FPS einfach ein bisschen flüssiger sind, als wenn ich mit Texture Packs spiele. Eigentlich braucht man kein Texture Pack. Ohne, also jetzt kein massiv Texturen verändertes Pack. Also, Pack klingt ja zu negativ. Ich meine, ein Pack natürlich. Weil das ist ja auch ein Texture Pack. Deswegen macht es keinen Sinn, dass ich sage, dass man keins braucht. Aber die Texturen von Minecraft sind an sich einfach schön. Kann man nicht anders sagen. Aber ein Tempel, auch nicht schlecht. Das sieht mir nach Schlucht aus. Jo. Wahrscheinlich Christoph extra gebaut, dass ich da reinfalle. Ah, hier sind wir. Hier sind wir. Sehr geil. Okay, hier waren wir schon mal. Also glaube ich auf jeden Fall. Boah, das sieht so geil aus. Hier müssen wir eigentlich auch mal irgendwas bauen. Die Musik passt gerade natürlich auch. Es ist so majestätisch, diese riesigen Berge. Ich glaube, die gehen tatsächlich ziemlich knapp bis an die Grenze nach oben. Müsste man sich auch einfach mal ein bisschen umgucken. Wir haben ja Zeit. Wir können uns vielleicht noch ein bisschen umschauen hier. So, aber jetzt sind wir, glaube ich, schon... Oh. Oh. Ich bin... ich bin zu weit gelaufen, Alter. Minus 500. Ich musste bis minus 200. Hä? Als ob gerade so schnell das ging. Sind wir ja vorbeigelaufen. Okay, ich sollte die Koordinaten aufhaben nebenbei und nicht in die Schlucht laufen. So. Okay, wir kommen vielleicht ein andermal wieder. Ich will jetzt als allererstes mal dieses Rätsel lösen. Ich würde das, wie gesagt, gerne in eine Folge packen. Aber wir sind jetzt, ich glaube, jetzt sind wahrscheinlich 20 Minuten langsam um. Oder, warte mal. Viertelstunde. Ja, kommt hin. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist auch das Rätsel vielleicht noch, vielleicht ist es auch noch gar nicht vorbei. Vielleicht geht es auch jetzt noch weiter. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall finde ich, sollten wir sowas auch machen, oder? Also, jetzt dann für Christoph natürlich. Da müsste man das sich vielleicht mehr überlegen. Das Ding ist natürlich, dass es, wenn ich das aufnehme, sollte er sich das möglichst... Alter, sieht das krass aus. Sollte er sich das möglichst nicht angucken. Guck mal, da ist schon mal wieder einer. Warte mal. Ich habe sogar eine Armbrust. Hab ich die dabei? Nee. Sag mal, wenn der hier schon mal rumläuft, ist es ja schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass die... Oh. Ein Dorf, auch schön. Dass hier dieses Hauptquartier ist von denen. Machen wir mal wieder das Ding an hier. 211. Wir sind noch ein bisschen in diese Richtung hier. Wir sind gleich da. Wir sind eigentlich 568. Oh Gott. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht verdingst habe. 211. 568. Okay. Also, ja. Also, ich sehe einen Lavasee hier. Hat der hier was da drunter gebaut? Ich kann jetzt Christoph gar nicht mehr einschätzen, ob wir jetzt das Obsidian abbauen müssen. Komm. Wir haben zum Glück schnelle Spitzhacken hier. Obwohl, warte mal, die Koordinate. Ich will mal gucken, wo ist die Koordinate genau? Ich meine, er hat ja geschrieben an der Oberfläche, ne? Hier, genau hier. Okay. Komm, wir machen das mal. Vielleicht hat das ja tatsächlich einen Sinn. Ich weiß es nicht. Und wenn nicht, haben wir halt Obsidian. Auch nicht schlecht. Wer weiß, vielleicht hat er darunter was versteckt, so. Jetzt werde ich hier lang... Okay. Einfach Lava. Okay, vielleicht, übertreibe ich auch gerade. vielleicht ist ja auch einfach nichts. Aber dann habe ich mich vielleicht verrechnet. Vielleicht hat Christoph sich auch verrechnet. Das wäre natürlich noch bitterer. Nee, hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay. Och, Mann. Wir sind aber richtig, ne? Z-Koordinate. Warte, nicht, dass ich X und Dings und Z vertauscht habe. Nochmal ganz kurz gucken. Achso, er hat auch selber das, er hat das selber vertauscht auch. Weil er hat Y geschrieben für Z. Aber Z ist ja hier die Höhe. Y ist die Höhe. So rum. Ja, aber scheinbar
x alle Seerosen mal der ersten Schnapszahl von 0. Das ist doch 11, oder? 19 mal 11 plus 2. 19 mal 11 plus 2. 211. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Oder? Jetzt gucken hier. Mann, ich will das lösen. Also ich gehe, also wir haben irgendwas verkackt. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich guck mir nochmal ganz kurz das an hier, was ich eben fotografiert habe mit dem Handy. Plus 2 mal minus 1. Das heißt, es wird dann immer nur negativ. Und hier Anzahl der Observierenblöcke im Weltkulturerbe. Anzahl der aufgängigen Karten plus 84 mal minus 1. Mal ganz kurz im Rechner. Im Verlauf nach, ob ich mich vielleicht vertippt habe. Gibt es da hier einen Verlauf? Großartig, gibt es nicht. Okay. Aber es war 44 mal 11, ne? Genau, 44 mal 11 plus 84. Ich habe das nochmal einfällt, habe mich ja vertippt vorhin. 44 mal 11 plus 84. Ja, es ist 568. Okay. Also entweder ich habe mich wirklich verzählt. Aber selbst wenn ich mich verzählt hätte, dann wäre es ja hier in der Nähe. Ändert jetzt ja nun nicht grundlegend alles. Also meiner Meinung nach sind wir hier richtig. Ich meine, ich kann ja noch mal ein bisschen graben hier, aber ich meine, er hat ja nun geschrieben an der Oberfläche. Wie gesagt, ich traue Christoph jetzt alles zu. Ich traue ihm zu, dass er hier extra was ausgehöhlt hat. Aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall gerade. Ah, das ist natürlich. Was ist nur los? Hallo? Das ist natürlich bitter, wenn das jetzt nicht. Hallo? Wenn das jetzt nicht klappt. Weil entweder wir uns verzählt haben oder vielleicht sogar ich, vielleicht sogar Christoph selbst. Obwohl ich ihm da schon zutraue, dass er da ein bisschen mal rechnen kann und plus noch dazu. Aber nach meiner Meinung sind wir hier richtig. Und wie das Christoph auch jetzt nicht da ist, dann können wir ihn nicht fragen. Das wäre natürlich dann schlau gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Ich gehe aber mal. Vielleicht ist es ja auch nicht exakt die Koordinate, sondern vielleicht ist es auch nur dann irgendwie ein Hinweis, dann die Nähe. Wir gehen einfach mal hier in die Hütten rein. Vielleicht versteckt sich hier ja noch was. Wie gesagt, ich traue Christoph alles zu. Ich traue ihm zu, dass er dieses Dorf selbst gebaut hat. Falls du dich rächen möchtest. Wie gesagt, also rächen heißt ja an den Pillagern, weil die Pillager mich ja in dieser Geschichte umgebracht haben. Aber das sieht hier sehr wenig nach Pillager aus. Das sind halt die normalen Villager hier. Die normalen Dorfbewohner und nicht die Porfbewohner. Oder wie auch immer man das übersetzt. Aber trotzdem, also es ist sehr schön hier, ne? Mit diesen Wasserfällen und diesen Häuschen. Also da hat sich echt einiges getan, was diese Dörfer auch betrifft. Aber irgendwie geht hier gerade was nicht, läuft hier was nicht nach Plan. Wirklich, was war mal minus 1, ne? Mal minus 1. Dann ist das ja doch nicht falsch mit X und Y und Z. Dann ist die Y-Karte. An das geht ja gar nicht. Das wäre dann ja minus. An das geht ja gar nicht. Minus 500, das ist ja. So tief ist die Erde ja gar nicht. Ja, Christoph, also, falls du das hier gerade in der Folge siehst, tut mir leid, ich krieg dein Rätsel in diesem Moment nicht gelöst, weil ich mich entweder verrechnet habe. Ich sag's mal ganz kurz. Also meine Koordinaten, die ich ausgerechnet habe mit deinem tollen Rätsel, sind minus 211 für X und minus 568 für Z. Und das war da vorne an diesem Lavasee. Und scheinbar ist es nicht richtig. Minus 568. Keine Ahnung, es tut mir leid. Ich kann dieses Rätsel weiter nicht lösen. Wir müssen jetzt. So gerne ich auch hier weiter mich umgucken würde, sieht das geil aus. Was ist das? Das sieht nicht sehr natürlich aus hier. Nur eine Fackel, egal, wir laufen mal durch. Alter, Geräusch. Fackel in die Hand. Was ist das hier? Das sieht mir sehr nach Tunnel aus für eine Bahn. Wozu? Wozu?
Christoph. Also, oder und sind. Nee, ich dachte, das sind Diamanten. Warte mal, wir gehen. Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, ob diese Koordinaten nur ein Hinweis sind auf die Nähe oder ob da wirklich was ist. Direkt. Deswegen gucke ich mich hier auch nochmal ein bisschen um in der Nähe, aber das sieht mir alles. Wir sind jetzt auch wirklich nicht mehr in der Nähe der Koordinaten. Nee, nee, das ist Quatsch. Aber trotzdem, also dieser Gang gerade hier ist auch schon wieder sehr, also der ist auf jeden Fall nicht natürlich. Ich glaube, sowas, so eine Sachen entstehen nicht in der Generierung. Das ist hier irgendwie ein Dorf, ich meine, nee, es war ein Dorf, aber ich glaube nicht, dass die sowas bauen. Ich glaube nicht. Aber es führt halt auch einfach ins Nichts, ne? Auch nicht ganz ungefährlich hier. Warte, Koordinaten mal kurz gucken. Nee, sie ist komplett weg jetzt. Ja, es tut mir leid. Ich krieg das Rätsel. Das Rätsels Lösung ist uns leider nicht hold. Ich kriege das nicht hin. Wenn es an mir liegt, an meiner Inkompetentheit, dann weiß ich auch nicht. Aber selbst wenn ich mich verrechnet hätte, dann wären das vielleicht, sagen wir mal so, wenn ich mich grob verrechnet hätte, vielleicht 50 Koordinaten. Und wie gesagt, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir hier so ein Hauptquartier von diesen Pillager finden. Aber selbst das, hätten wir dann ja gesehen, denke ich mal. Deswegen glaube ich, dass irgendein Fehler im System ist. Die Frage ist scheiße, in welche Richtung muss ich jetzt? Ich nehme jetzt auch keinen Kompass mit. Aber wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, die Zahl muss positiv, genau so, genau. Dann laufen wir mal in diese Richtung. Vielleicht läuft uns ja noch irgendwas über den Weg, aber ich befürchte nicht. Ich befürchte nicht. Schade. Na gut, dann werde ich Christoph. Ich kann ja Christoph dann gleich mal anschreiben, wenn ich mit der Aufnahme. Ich kann ihn auch jetzt mal. Machen wir mal eine Sprachnachricht hier so live und ungeschnitten. Warte mal, Christoph. So, Sprachnachricht. Moin Christoph, ich bin gerade hier in der Minecraft-Aufnahme und bin gerade dabei, den Rätsel zu lösen. Und ich habe. Bin jetzt so weit gewesen, dass ich mit den Koordinaten, die ich mir zusammenrechnen musste, mit Seerosenanzahl und mit Obsidian und so weiter. Dass ich jetzt, ich weiß nicht, ob du die vielleicht irgendwo aufgeschrieben hast, ich habe bei x minus 211 und bei z minus 568 und ich bin dahin gelaufen, aber ich habe da nichts gesehen. Deswegen weiß ich nicht, wo der Fehler liegt. Jetzt habe ich es auch übersehen, aber das sah mir sehr normal aus da und du hast auch geschrieben in dem kleinen Büchlein, dass es an der Oberfläche ist. Deswegen, vielleicht kannst du mir helfen, jetzt akut sogar, dass ich das in der Aufnahme drunter machen kann. Na, und wenn nicht, wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis Montag. Kleiner Einsicht ins Privatleben hier. So. Gut, diese Stadt ist ja zum Glück nicht zu übersehen. Das gucken wir uns, wie gesagt, alles ein andermal an. Dann ist der Typ mir bei hier. Mit Martin. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal wieder dahin, wo wir herkamen. Das heißt, wir plündern einmal ganz kurz die Kiste. Vielleicht habe ich auch doch noch da irgendwas übersehen, aber das Buch hatte nur zwei Seiten, soweit ich weiß. Das heißt, das ist auch alles mit rechten Dingen zugegangen. Hier. Nee, hier sind auch nicht mehr Seiten. Ich muss übrigens zugeben, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, bei meinem U-Bahn-Gang, ne? Da haben wir einmal ein Gebäude von Christoph gestriffen und ich glaube tatsächlich, das hatte ich da schon ein bisschen vermutet, dass das irgendwas ist, was mit diesem Rätsel zu tun hat. Weil ich habe dann halt gesehen beim Vorbeibauen, okay, da ist irgendwas mit Redstone, ich weiß nicht, was das ist. Und das sieht so irgendwie nach einem Raum aus, der irgendwie, wo ich nicht einordnen konnte, was das ist. Ich wusste ja, dass der Gang so hier lang geht. Habe ich gedacht, vielleicht hat das mit dem Rätsel zu tun. Und deswegen hatte ich Christoph dann auch einmal geschrieben, als der Creeper in der Nähe explodiert ist, dass er sich mal bitte das Gebäude davon sich angucken soll, nach dem Motto, damit das Rätsel dann funktioniert, wenn ich es mache. Also ich habe mir das schon gedacht, dass es damit was zu tun hat. So ehrlich bin ich dann jetzt auch mal. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier haben. Bauen das mal ab. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Wie gesagt, ich will... Nee, einfach Eisenblöcke. Gut. Ich lasse das Ding mal stehen. Einfach so, das Teil... Stehen die? Oh, ach, schon, die fallen runter, ne? Habe ich noch genug Platz? Nee, habe ich nicht. Jetzt nicht mehr so schick hier. Ich mache aber mal das Ding einfach mal zu.
Und dann bringen wir das mal alles in unsere Hut. Aber cool, trotzdem sehr, sehr cool geworden irgendwie hier mit dem Rätsel. Also vor allem mit dem zweiten Zettel hier, mit dem hier. Aber ich ärgere mich, dass wir es nicht hinbekommen haben. Also wie ich rede immer von mir, dass ich es nicht hinbekommen habe, das Rätsel zu lösen. Und wie gesagt, ich kann nicht einschätzen, woran es liegt. Das liegt nicht in meiner Macht. Na gut, wir bringen mal unsere Beute nach Hause. Ich lasse auch einfach mal diesen Stand hier auch einfach mal stehen. Aber so zur Erinnerung, solange, wie gesagt, das Rätsel ist ja noch nicht gelöst. Ganz nett ist natürlich, dass wir jetzt eine Menge Eisen haben. Denn wie man vielleicht gleich sehen wird, habe ich fast gar nichts. Ich habe gar nichts mehr. Ja, gut, ich hatte was im Inventar. Christoph hat nämlich auch eine Eisenfarm, deswegen konnte er sich das wahrscheinlich auch einfach mal leisten. Sehr nett. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Ach, guck mal, hier ein Goldhelm haben wir auch noch bekommen. Nice. Kann ich von dem Zombie vorhin. So, dann werde ich einmal ausmisten hier, wenn wir schon mal hier sind. Karotten haben wir irgendwo, die beiden einfach mal. Die Truhe bringen wir vielleicht mal hier hin. So, Wolle. Okay, Bettchen, das... Achso, haben wir jetzt ja wieder eins mehr. Können wir eben auch mal im Inventar behalten. Den Zettel behalten wir auch mal im Inventar. Die ganzen Ausrüstungsgegenstände packe ich mal gleich vorne in die Kiste. Gut. So. Und guck mal, dann können wir mal den goldenen Helm, das passt doch sogar ziemlich gut. Zack. So, ja, das packe ich einfach mal hier rein. Werden wir wahrscheinlich nie brauchen, aber... Sieht jetzt ein bisschen Ausrüstung aus, wäre nicht schlecht. So, ein Bogen, so. Die beiden kombinieren wir mal. Das Ding packen wir auch mal hier hin. Die Schere packen wir auch zurück. Das Bett packe ich auch mal hier rein. Obwohl, nee, das behalte ich mal. Ich glaube, das kann man immer mal gebrauchen. Ach, Obsidian. Stimmt ja. Da war ja was. Das packen wir auch nochmal hier irgendwo hin. So viel Zeit muss sein. Packen wir mal hier hin. So. So, okay. Na gut, den Zettel behalten wir mal dabei. Gut, ich würde sagen, wie lange wir jetzt hier... Oh, mein Katzen mal rauslassen. Die geht mal auf den Sack, klar, Moment. So, sorry, da bin ich wieder. Ich wollte sagen, wir nehmen jetzt seit 52 Minuten auf. Ich glaube, ich beende jetzt an dieser Stelle mal die Aufnahme. Wie gesagt, es gibt von meiner Seite aus eigentlich nichts mehr weiter zu zeigen. Ich ärgere mich, dass das Rätsel nicht gelöst wurde. Christoph hat halt auch noch nicht geantwortet in der Zwischenzeit. Das wäre natürlich jetzt ziemlich cool gewesen. Aber gut. Damit muss ich jetzt leben. Das muss ich jetzt ausbaden. Muss ich jetzt aussitzen. Ausbaden, vielleicht das falsche Wort. Ich muss es aussitzen. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal können wir dann weiter Rätsel raten. Ich weiß gar nicht, habe ich das mal gezeigt? Ich habe nämlich in der Zwischenzeit auch einmal so einen krassen Angriff von diesen Pillagern einmal verteidigt auf Christophs Haus sogar, also auf die Gegend auf jeden Fall. Und wenn man das abwehrt, kriegt man ja ein Totem der Unsterblichkeit. Und wenn man dieses Ding in der Hand hält und man stirbt, ich glaube, dann verliert man seine Sachen nicht. Oder irgendwie sowas. Also es ist ein ziemlich krankes Ding auf jeden Fall. Ich wusste nicht, wohin damit, deswegen habe ich das einfach hier in die Kiste gelegt. Naja, wie auch immer. Ich glaube, wir gehen mal ganz kurz jetzt zum Abschluss, um nochmal diesen wunderschönen Blick zu genießen, mal nach hier oben. Mit dem Blick in unser herbstliches Tal. Und da hinten, guck mal, da sieht man auch schon was. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt schon fertig ist mittlerweile. Die Leute aus der Wüste, die haben hier wie so eine Art, wie sagt man das? Eine Botschaft, genau. Der macht eine Botschaft. Ich sag mal, Wüstenland-Botschaft haben die hier mitten reingebaut. Auch eine ziemlich coole Idee. Als ich letztes Mal geguckt habe, war sie noch nicht ganz fertig. Aber ich glaube, es sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, das gucken wir uns auch beim nächsten Mal an. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gesagt, wie ich die Folge schneide, weil ich gerne diese Reise und diese Rätselreise gerne zusammen am Stück haben würde. Und mal schauen. Na gut, nächstes Mal dann hoffentlich mit wieder ein bisschen mehr Stimmen außer meiner. Dann können wir uns mal ein bisschen angucken, was passiert ist. Wie gesagt, die anderen haben unfassbar viel gebaut und das sind jetzt wahrscheinlich 5 Wochen her oder so, dass wir uns da was angeguckt haben. Sie haben zwar natürlich nicht die ganze Zeit gespielt, aber trotzdem ist da einiges passiert. Na gut, ich lasse mal diesen kleinen Zettel hier mit den Koordinaten auf meinem Tisch liegen und dann gucken wir mal, wann wir das Rätsel endgültig lösen können.
Und bis dahin, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und dann geht's weiter. Bis dahin, haut rein. Tschüss, Kowski, und ciao. Tschüss.